So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe und wie ihr schon im Titel sehen konntet, natürlich, wir suchen jetzt das goldene Lama, wenn ich es hier mal gerade selber sehe. Da ist es. Finde das goldene Lama zwischen einem Schrottplatz, einer Tankstelle und, was war das dritte? Gott, und einem Campingplatz, genau. So, wo mache ich das Ganze? Natürlich wie immer in Gruppenkeile. Und kurze Info, alle, die natürlich wieder wegen dem Skin hier sind, ihr braucht mir nicht reinschreiben, ich will einen Skin haben, bla bla bla. Kommt einfach in den Livestream, werde Mitglied, ich muss dafür nur eine Runde in Solo gewinnen und schon hast du die Chance, einen Skin zu gewinnen. Also gleiche Bedingungen für alle. Und das ist einfach nur dafür, Danke zu sagen, dass ihr mich halt so unterstützt, besonders halt natürlich die Mitglieder. Sind mir ganz ehrlich, finanzielle Unterstützung ist in Anführungszeichen immer die beste und ein bisschen was muss ich zurückgeben, weil die Mitglieder haben eigentlich so nicht wirklich einen Vorteil. Sie können zwar öfters mit mir spielen, aber an sich haben die Mitglieder ja nicht viel von der Mitgliedschaft, außer dass sie mich natürlich supporten. Dafür geht natürlich wieder ein riesen Gruß raus. Oh, mal Level 243. Oha, der sucht jetzt mal richtig rein. So, ihr wollt 100 Pro wissen jetzt, wo ist das goldene Lama? Richtig. Es ist natürlich auf der Gegnerseite, man kennt es. Das goldene Lama ist genau hier zu finden. Da werdet ihr das goldene Lama finden. Wir fliegen natürlich direkt dahin und hoffen natürlich, dass da jetzt nicht zu viele Gegner sind. Aber rein theoretisch müssten wir sogar als erstes da sein. Obwohl, ne. Ne. Bis ich darüber gekleidet habe, das dauert noch ein bisschen. So. Ist aber mal eine schöne Aufgabe wieder, mal wieder irgendwas suchen. Aber wenn ihr euch mal fragt, wo ich eigentlich immer das Ganze finde, ganz einfach Google. Google und dann meistens bei Giga. Die haben das Ganze dann immer in schriftlicher Form und so ist das halt ganz entspannt. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der bei mir jetzt vorbeischaut und sich die Aufgabe anguckt. Wie gesagt, hier unten in der Hütte ist das Ganze. Und wie immer, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, auch gerne ein Abo. Und wer richtig supporten will, gerne auch Creator Code. Und wie gesagt, guck gerne öfters mal in meinen Streams vorbei. Wir machen immer wieder Custom Games. Der Code ist eigentlich zu 99% immer 1986. Also auch da kannst du dich natürlich gerne beweisen und zeigen, bist du der Beste oder bist du es nicht? So, die anderen zwei fliegen auch dahin, das ist schon mal gut. Falls nämlich da ein Gegner ist, dann habe ich nämlich erstmal da Ruhe, aber doch ein Gegner ist schon da im Wagen. Jetzt hoffe ich nur, ja, er pusht ihn. Nice. Oder er pusht ihn doch nicht. Komm, holen bitte weg. So, da ist schon. Guck mal, die FPS-Drops. Natürlich sind die FPS-Drops da, wenn ich hier bin. Und hier ist das goldene Lama. Einmal durchsuchen und zack. Habt ihr die Aufgabe schon geschafft? So, wir machen natürlich wieder ein bisschen weiter. Ihr kennt das. Wer mich supporten will, bleibt dran. Wer nicht supporten will, der hat natürlich dann in dem Sinne auch das Recht dazu, um Gottes Willen. Aber ich danke natürlich allen, die jetzt noch da bleiben, bis das Video zu Ende ist. Denn ihr wisst ja, Weihnachten steht bald vor der Tür. Kappa. Und die Kinder brauchen ja Geschenke. Also supportet mich für Geschenke für die Kinder. Nein, alles gut. Wie gesagt, ist alles nur Spaß. Ich mache die Videos halt auf 10 Minuten, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. YouTuber kriegen dafür halt Geld. Aus dem Grund, oha, was haben wir denn da gefunden? Ein Lama. Ein Lama. Und das Problem ist halt einfach, ich sag's einfach, wie es ist. Ein 10-Minuten-Video oder ein 3-Minuten-Video von den Einnahmen her macht das Ganze eine Menge aus. Wirklich. Also sonst würde ich mir die Arbeit auch nicht machen. Weil dann würde ich einfach 2 Minuten fertig, hab Aufgabe gemacht. Jetzt wisst ihr, wo es ist. Und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Dann hätte ich das mit Video in Anführungszeichen können. Also könnte ich das auch in 30 Sekunden fertig haben. Aber es ist halt wirklich eine Menge. Also jetzt mal umgerechnet, wenn ich mit dem einen Video 10 Euro mache, auf 10 Minuten, sage ich jetzt mal, und mache mit dem anderen Video, sage ich jetzt mal, 2 Minuten, die gleiche Anzahl an Klicks. Kann ich euch sagen, bei dem einen kriege ich halt 10 Euro und der Unterschied zu dem normalen Video ist dann genau 1 Euro würde ich bekommen. Also klar, größere YouTuber, denen ist das egal, aber mir in Anführungszeichen nicht. Und wer supporten will, kann gern supporten, wer halt nicht,
der eben nicht. Deshalb, jeder, der jetzt noch da ist, schreibt einfach mal, ich supporte dich gerne in die Kommentare. Mich interessiert einfach mal, wer gerade wer das Video noch so guckt. Einfach nur so Interesse halber. Also schreibt mir in die Kommentare, ich supporte dich gerne. Einfach nur Interesse halber. Ist nämlich manchmal interessant, wer die Videos wirklich bis zum Ende guckt oder nicht. Das merkst du nämlich meistens daran, wie die Fragen so im Livestream sind. Dann kommt nämlich so, ja, wann machst du das und das? Und das habe ich dann irgendwann im Video gesagt. Und dann, habe ich doch geguckt. Ja, hast du dann wahrscheinlich nur die ersten 10 Sekunden geguckt. Aber ihr wisst ja, ich habe es auch schon öfters im Stream erklärt. Es ist schon heftig, was für ein Unterschied das stellenweise ist, was die Einnahmen betrifft. Ob halt wirklich ein 2-Minuten-Video oder eben ein 10-Minuten-Video. Klar, es ist mehr Werbung drin, das ist schon mal die eine Sache. Weil dann zählt quasi, wie jetzt zum Beispiel hier das Video hat jetzt mit dem Anfang und Ende. Klar, es hat oft Werbung, um Gottes Willen. Aber teilweise kriegt ihr die Werbung gar nicht mit, weil sie überspringbar ist oder nur kurze Einblendungen sind. Aber gerade mit diesen kurzen Einblendungen bekomme ich natürlich Geld. Und ein bisschen was soll ja auch hängen bleiben. Ich schätze mal, die meisten können das schon verstehen, um Gottes Willen. Aber wenn ich natürlich jetzt mit einem 1-Minuten-Video 3 Millionen Aufrufe hätte, jedes Mal, so wie. Ach, wie heißt der jetzt? Unsympathisch TV. Dann ist das eine andere Geschichte. Aber er hat auch mit seinen 3 Millionen Aufrufen auf ein Video oder 2 Millionen, hat er mal gerade in Anführungszeichen lächerliche 300, 400 €. Wo jeder denkt, ach ja, der hat ja 1 Million Aufrufe, das Video gerade 1.000 €. Nein. Und da seht ihr halt einfach schon den Vergleich. Das ist halt einfach, was das betrifft, abartig. So, dann haben wir erstmal Loot, würde ich sagen, reichlich. Zack, machen wir mal die Augen, spielen wir sie mal ausnahmsweise. So, bauen wir uns erstmal in den Tod. Bisschen 90s flexen, klapper. Coco wird sich wieder freuen. Aber ich finde, sie gehen immer schneller. So, gucken wir, ob wir da noch 1, 2, 3, 4, 5 Kills machen. Mit der Aug. Ich sage, früher war es echt meine Lieblingswaffe, aber inzwischen, ne. Nee, nee, nee. Wenn du stillstehst, ja, alles gut, aber wenn da mehrere Gegner sind, echt Horror. Wirklich Horror. So, mal gucken, wo hier die Gauner noch rumrennen. Ich komme nicht drauf. Oh, doch. So, haben wir hier Gegner? Gegner, Gegner, Gegner. Gefühlt irgendwie nicht einer. Er hat zwar da gebaut, aber ich sehe keinen. Ach, da sind sie am Rumkämpfen. Das ist einer von mir. Ab. Wo ist der Gegner? Ja, FPS drops, danke, Gegner tot. Ja, 30er Schaden. Aber halt mit einem Schuss im Prinzip 80 Schaden, ne, 90 Schaden sogar gemacht, weil es ja drei Schuss auf einmal waren. Aber trotzdem, ich spiele einfach die AR inzwischen deutlich lieber. Beziehungsweise dann die Ska. Die gute alte Ska ist einfach Liebe. Jo, Bauautismus ist auch wieder da. Boah, habt ihr 5 FPS? Ihr seht es ja ab und zu oben rechts, wenn die Bilder so stecken bleiben. Das ist schon heftig, ey. Was ist denn hier der Gegner? Ist das der gewesen oder ist der auf dem Baum gelandet? Naja, im Baum ist er nicht gelandet. So, kriegen wir hier mal einen Gegner hin oder. Wieder erst ganz am Ende. Was? Ich hab doch vorher geschossen, will ich mich verarschen? Sorry für den Ausdruck. Und wie gesagt, mit dem Livestream wird schwierig heute, aber ich werde es versuchen. Aber es könnte halt noch ein bisschen dauern. Weil logischerweise die Videos aufnehmen, hochladen, dauert halt einfach. Ah, 27er Headshot, schmeckt. Natürlich, er schraubt den Kill ab. Ah, gesniped wird hier auch wieder. Er freut sich. Hab ich wenigstens einen Menschen schon mal glücklich gemacht, wieder auf der Erde, weil er schön seinen Sniper-Hit hatte. Weil ich habe ja gesehen, man braucht ja doch nur in Anführungszeichen 300 Schaden. Ich dachte 3 Kills oder so. Ich habe mir die Aufgabe nämlich ganz durchgelesen. Ja, er hatte da das gemacht, was ich vorhatte.
So, und dann erstmal danke an alle und denkt dran, wer bis zum Ende da war, schreibt einfach in die Kommentare, ich supporte dich gerne. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zur nächsten Aufgabe und in dem Sinne, haut rein.